Hallo, seid ihr da? Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas und sein Name ist Leonidas Arkona. Warum sind wir heute hier, Leonidas? Also wir haben uns heute verabredet, weil wir auf unser allererstes gemeinsames Video reagieren. Yes. Und ich will es eigentlich gar nicht sehen, um ehrlich zu sein, weil es mir so unangenehm ist. Ja, aber es ist ja egal, das Video erzählt ja unsere Geschichte quasi. Wir haben uns kennengelernt über Instagram. Ich dachte, du bist irgendein Faker irgendwie, du willst mich da rollen, irgendwie verarschen auf gut Deutsch. Aber du warst real, du warst echt, deine Fotos sahen so monströs und ich dachte mir so, das kann unmöglich sein, der kann auch unmöglich 19 Jahre sein und solche Kraftwerte haben. Wir haben es gedatet und beim Training getroffen, Leute, und ich wusste nicht, was mich erwartet. Das habe ich ganz selten gemacht, sowas. Normalerweise lerne ich die Leute mal vorher kennen. Aber bei dir habe ich einfach gedacht, come on. Einfach mal versuchen, oder wie? Einfach mal gucken, ob es klappt. Mhm. Ich habe richtig Bock. Ich habe es lange nicht mehr gesehen. Und bist du bereit? Nein, aber trotzdem. Let's go. Mann, du warst jung, du brauchst das Geld. Let's go. Letzte Mal auf Johannes gehört. Ha, siehst du, da geht's nämlich schon. Letzte Mal auf Johannes gehört. Ja. Ich glaube, das geht immer so weiter, egal in welchem Video. Das ist so die Storyline immer, ne? Hättest du mal gehört. Aber hätte Fahrradkette, am Ende bist du ja stärker geworden. Wie viel stärker werden wir gleich sehen? Ich weiß ja gar nicht, wie viel du da gedrückt hast. Gucken wir erstmal weiter. Ich hab so 4 Zentimeter mehr. Oh! Ah, yes! Reicht! Aber gefühlte 160, 170. Mimimi. Der Bus nicht explodiert. Ganz schön starkes Bruschen. Oh, ist das unangenehm, ey. Warum denn? Ich weiß es nicht, es ist einfach so. Ich sag dir warum. Mach mal kurz Pause. Weil das war ja mein wirklich erster Dreh für YouTube allgemein. Ja. Und an dem Tag, wir haben uns ja genau ungefähr eine halbe Stunde vor dem Dreh kennengelernt. Ja. Und es war so unangenehm, weil erstmal saßt du denn da an dem Tisch und gefühlt 50 Zentimeter größer, als man sich das eigentlich vorgestellt hat. Ja. Hast mir so die Hand gegeben, ging so zweimal um meine Hand. Und es war so unangenehm, denn weil ich ja eigentlich eher so eine ruhige Person bin. Und dann musste ich im Video direkt hier mal Vollgas. Mhm. Boah, war das unangenehm, ne? Im Nachhinein habe ich mir das Video angeguckt und ich dachte so, jetzt schreit der mal. Und immer wenn ich geschrien habe, war das ungefähr, los jetzt. Weißt du? Und gefühlt hattest du aber so, oh Gott, ich habe so viel geschrien. Ja, ja, genau, das dachte ich mir im Nachhinein. Ja, also es war komisch, als wir uns gesehen haben live so, hast du gedacht so, oh Gott, so ein Fleischberg. Ja. Und ich meine, das Bekloppte ist, du warst ja schon damals genauso stark wie ich, mit deinen zarten 19 Jahren. Ja. Sag mal, wie alt ist das Video, wieso, wenn du jetzt 21 bist? Ich bin kurz danach 20 geworden. Ah, okay. Ein Monat oder so. Ich bin mir sicher, die Frage kommt ja immer. Ja. Er ist schon seit 2 Jahren 19 oder so, du kennst das Spielchen, ne? Mhm. Check the clock, yeah. Aber siehst du dem Gefühl aus, ne? Check your watch, Ja, auch ich werde älter. Was sagst du da? Ich weiß. Hallo Sportfreunde, mein Name ist Alter. Wir machen heute Bankdrücken mit Ketten so viel wie geht. Sieht jünger aus? Ich weiß es nicht. Ja, doch, finde ich schon. So ein bisschen. Nee, wir werden halt alle älter. Wir werden halt älter. Nein, ich werde nicht älter, mein Freund. Aber das Gute ist, du wirst älter und stärker. Ich werde einfach nur älter, weißt du? Aber ich glaube, ich war frisch beim Friseur. Aber die Form an sich ist so gar nicht so schlecht. Beim Friseur? Ja. Beim Barber. Mein Gott, Junge, du musst gerade reden. Ne? Zu dem Zeitpunkt war ich ja noch 10 Kilo leichter und ja, saß die Hose schon eng. Na, mal sehen, wie die jetzt passt, du. Ach, guck mal hier, bei mir die Form sieht gar nicht schlecht aus. Ein paar Arme drauf. Ich hast einen Bogen. Hier, guck mal, damals noch Leon der Grieche haben wir dich genannt. Genau. Ja. Was ist dein Bankdrück-Maximum? Ohne Ketten 210. Aber ich bin sehr gespannt. Es fühlt sich ganz anders an. Ganz anders. Jetzt ja, so Ketten war. Aber so niedlich zurückhaltend, ne? Ja. Ja, aber es ist super spannend, einfach auch an den Videos zu sehen, wie man sich auch von der Persönlichkeit entwickelt hat, ne? Jetzt hast du deinen eigenen YouTube-Kanal, machst deine eigenen Videos und performst da voll. Und so, ja, yeah, so und so. Es ist schon was anderes, ne? Lehne nicht weg, deine Brust nicht explodiert. Ja, die Einstellung habe ich ja immer noch. Ja, du bist ja Powerlifter, du trainierst ja nicht, um deine Brust explodieren zu lassen, sondern du willst ja stärker werden. Ja, du weißt ja, was ich damit meine. Ja, ja, okay, klar. Aber das muss man den Zuschauern auch ja mal sagen, weil
Die, bei dir zählt nicht der Pump, auch wenn du deine Pump-Booster immer nimmst, die Kamera hält. Aber eigentlich zählt nur die Kraft. Und Pump kann ich in der Kraft behindern. Aber wir müssen, dürfen nicht zu viel Content hier, das ist Reaction-Video. Okay. Das sieht auf jeden Fall alles sehr leicht aus bei dir. Ist ja auch noch nichts drauf. Soft, ganz leicht. Ganz schön starkes Würstchen. Wir wiegen ungefähr gleich viel. Wollen wir sehen, wer am Ende übrig bleibt und das meiste Gewicht bewältigt. Leo! Jawohl! Gegen uns Gewicht! Da es ja Poserscheiben sind, ne? Wir haben ja nicht die dünnen genommen, wir haben die großen dicken genommen. Sieht es mehr aus, als es eigentlich ist. Fürs Video muss sein, oder? Das muss immer krass aussehen. Stell dir mal vor, wir hätten Gewichtheberscheiben genommen, so ganz dünne 25er Scheiben. Das hätte ja richtig kacke ausgesehen dann. Weißt du? Ja, das stimmt allerdings. Also das Auge macht mit, das trainiert mit. Also. Gut, ich sage mal, bei dem Gewicht ging es ja auch noch, ne? Da konnten wir auch noch so eine Pumperscheibe nehmen. Ja, ich weiß es nicht, ich habe es schon so lange nicht mehr gesehen. Hast du es gesehen heimlich vorher? Oh. Alter! Aber wie ich mich immer erschrecke, weil die Last nicht so schwer anfühlt, ne? Jawoll! Bis 140? Ja, doch. Aber gefühlte 160, 170. Das war die Antwort auf deine Frage. Ich bin mal gespannt, was er jetzt sagt. Echt brutal. Ey, du, die 110 sind schon echt schwer gefallen. Alter, Alter. Ganz anders. Ach du Scheiße. Ganz anderes Gefühl, aber... Das drückt deine Schulter, du musst halt echt stabilisieren. Ich will das nicht ganz genau. Ich mach 3. Ich mach auch 3. Wie hab ich gemacht? 3? 3 hast du gemacht. Guck mal, hast du gesehen, du hast richtig frische Hautrisse. Zeig mal. An der Schulter. Soll ich zurückspulen? Ich weiß nicht. Habe ich allerdings wieder... Warte, da siehst du es? Ja. Ganz frisch. Noch ganz frische Dinge. Ich war da früher immer richtig stolz drauf. Ich dachte, guck mal hier, ich bin gerissen, geil. Ne? Aber für alle, die es nicht wissen, die werden irgendwann blasser. Also guck mal, ich habe hier auch noch welche. Ich weiß nicht, sieht man das für die Kamera hier? Hier, so, warte mal. Hier, so diese ganzen Risse hier, ne? Wenn man mal genau hinguckt. Aber die verblassen irgendwann. Ja. Ich habe aber auch wieder ein paar frische, werde ich dir später präsentieren. Und freust du dich darüber, oder? Naja, es ist schon, ich sehe, dass sich was tut, weißt du? Okay, ja. Wobei es ja eigentlich egal ist, wichtig ist ja, dass du stärker wirst, ne? Und man muss dazu sagen, bei dir ist ja wurscht, weil du bist ja Open End, du kannst so schwer werden, wie du willst im Prinzip. In deiner Klasse ist wurscht. Ja. Das kann gut sein, muss es aber dann nicht. Da muss ich aber auch noch stärker sein. So in Relation geht's. Schon, ja. Komm, warte. 3 hast du gemacht. Ich hab echt nur 3 gemacht. Ja, reicht doch, wir wollen richtig hochgehen. Richtig hoch, was ist? Ja, oder? Can you feel the atmosphere? Das sah leicht aus bei ihm. Bei dir auch. Natürlich. Bei dem sah es leicht natürlich. aus. Natürlich. Sag mal in die Kamera, Johannes. Was soll ich sagen? Ich sag, das ist so ein Running Gag. Also das waren nicht nur gefühlte 160, sondern das waren wirklich 160. Ach siehste. Ich hab mich schon gewundert, weil die... Haben wir uns verrechnet oder was? Ich glaube, wir hatten uns verrechnet, ja. Die Pumper wieder, Junge, typisch. Ich dachte, die denken, wir sind schwach, oder? Ja, ist richtig. Also wir haben uns mal wieder verzählt. Ja, kann auch passieren. Aber das Lustige ist, er hat extra nochmal nachgezählt, weil er auch gedacht hat, wahrscheinlich so beim Gewicht so, das ist doch ganz schön schwer für 140. Das kann ich wirklich, oder? Oder? So ist es auch. Seien wir ganz ehrlich. Ja. Dann mit deiner Hose ist gerissen, oder was? Oberschenkel. Die ist überall mal ein bisschen gerissen. Oberschenkel. Vor allem, mach mal kurz Pause. Voll unfair von dir. Sagst du, die Hose wäre gerissen, aber du meintest zu mir, ja Leon, zieh mal am nächsten Tag so eine richtig schöne alte gerissene Jeans an. Und dann sagst du zu mir, sag mal, ist deine Hose gerissen? Das war schon ein bisschen unfair. Ich habe gesagt, um dieses Oldschool-Feeling noch ein bisschen zu verstärken, so zieh dem fucking blaue Hose an eine Jeans. Eine schöne Jeans und ein Unterhemd, so richtig rough. Erinnerst du dich noch dran, ich hatte dich gefragt an dem Tag oder am Tag vorher, ja, kann ich nicht vielleicht auch nur Pumperhose anziehen? Und du so, nee, das kannst du nicht machen. Auf gar keinen Fall. Das kannst du jetzt machen in deinen eigenen Videos, aber in meinem Video ziehst du keine Pumperhose an. Ich habe ja, wie gesagt, auch die Hose nochmal dabei. Aber es kommt doch auch geil. Sag mal ehrlich, es ist doch ein geiles Outfit. Das ist so richtig rough, so City Fletcher-mäßig. Ist einfach cool. Es ist cool, Mann. Was sagt ihr denn dazu? Ich finde es nicht so cool. Aber ist okay. Manchmal wissen die Zuschauer gar nicht, ob sie es cool finden. Also sie glauben es nicht cool zu finden, aber eigentlich gucken sie das Video nur, weil es cool ist. 3 Jahre trainierst du jetzt schon, oder? Ein bisschen mehr, ich glaube 3,5 Jahre. 3,5 Jahre Training. 200 Kilometer Bank. Keine weiteren Fragen, der Herr. Keine weiteren. Das war so eindeutig, oder? Dem ist nichts hinzuzufügen. 3,5 Jahre Training. Den Kommentar gab es aber auch wirklich oft unter dem Video, ne? Damals. Ja, echt? Haben wir geschrieben, dem ist nichts hinzuzufügen? Ja. Nee, wegen dem kein Kommentar.
Achso, kein Kommentar. Alles klar, gut, verstehe. Ja, du musst jetzt auch drei machen. Ja, ich hab ein bisschen Challenge wieder. Oh. Komm an, zwei, push. Das ist eine leichte Scheiße, Mann. Push, Reihe, siehst du. Leichte Scheiße. Aber du hast damals schon richtig gut gedrückt, ne? Also technisch warst du einfach sehr gut, sehr versiert. Naja, es ist ja auch nur ein Jahr her jetzt. Ja, aber trotzdem, muss man ja einfach sagen, ne? Also das war jetzt kein Kamikaze-Bankdrücken. Ist so, ne? Es kommt noch. Es kommt, nee, habe ich noch nie gesehen bei dir. Und schon gar nicht im Wettkampf. Easy, Mann, easy. Schön. Alter, die sind geil, Mann, Alter. Jetzt geht's los. Jetzt freut er sich. 200. Komm jetzt. Oh! Die kam auf jeden Fall unerwartet, oder? Vor allem, du hast dich noch mental so darauf vorbereitet. Und du bringst mich voll raus, ey. Aber für mich sah das von hinten so aus, als ob du jetzt jeden Moment anfangen willst, ne? Ja. Aber, ich weiß nicht, hat's was gebracht? Guck mal meine Augen an. Hat's was gebracht? Das werden wir jetzt sehen, oder? Das werden wir jetzt sehen. Diese Beine, ey, du bist so ein Arschloch. Eins. So. 200 jetzt auf der Hand, ey. Was soll das? Leicht sind 190. Entschuldigung, ja. Die ZNS-Aktivierung kam auf jeden Fall unverhofft. Er macht nach. Ja. Das passiert mir auch nicht so oft, dass jemand. Schön atmen. Unerwartet macht. Push! Ja, easy. Guck mal, hier waren wir relativ gleich ausgeglichen, oder? Ja. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch gleich. Genauso stark. Leicht oder schwer aus wie bei mir, fand ich. Ah, siehst du, ich habe es sogar noch mal bestätigt, ja. Aber hinten raus wird es dann halt. Das hätte ich aber damals nicht hören wollen. Hättest du nicht hören wollen? Nee. Es ist schon okay, wenn man nach 3,5 Jahren Training genauso stark ist wie jemand nach 20 Jahren Training. Das ist in Ordnung, das kann man so stehen lassen. Aber du bist. Alter, wie groß bist du? 1,82, 1,83. Und natürlich alles muskelfreie Fettmasse. Mhm. Nicht ganz. Muskelfreie Fettmasse? Ja. Okay. Hast du verstanden? Ja. Du Arsch, Alter. Du Arsch. Gut zugehört und aufgepasst. Das merkt aber erst keiner, ne? Das ist natürlich fettfreie Muskelmasse und nicht muskelfreie Fettmasse. Und ich noch so, also, ja, nicht ganz. Nein, nicht. Ist nur eine Wiederholung. Kein Problem, kein Problem. Komm, Mopsi. Komm. Jetzt, ich glaube, komm, Mopsi, habe ich gesagt. Hab ich gehört. Push. Oh, lieber Leicht. Ja, und ich glaube, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich 210 mache und du 205. Das wäre jetzt auch meine logische, also ich hätte auch gedacht, so 205 kannst du nochmal probieren, Johannes, aber 210 ist einfach zu weit weg. So, Leute, wenn ihr am Limit seid, dann einfach, ne, realistisch bleiben und lieber kleine Schritte machen. Danke sehr. Ja! Das ist gut. Nimm die Hände weg, sonst denken die Leute noch, du hast geholfen. Ich bin auf jeden Fall drauf, aber auf jeden Fall. Okay! Beast Mode, oder? Das ist der Beast Mode, von dem immer alle sprechen, Leute. Aber du fühlst es auf jeden Fall richtig, ey. Ja, Mann, ich war auf jeden Fall. Oh, mal sehen, ich weiß, noch ich, besser. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch gedrückt habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich gut in Stimmung, ja? Okay, los, 1, 2, ab! Oh! Oh! Schuh! Gut. Oh! Komm, letzte Schuh immer schwerer. Alte Scheiße, Junge! Das war ein Grenzversuch. Super! Super! Okay. Hm. So soll ein dritter Versuch aussehen. Mit der Kreide am Mund, ey. Das war's, Alter. Mehr Luft ist nicht drin, ey. Oh. Musst du immer den Remake aber auch nochmal machen. Quatsch doch nicht immer dazwischen, ihr kann mich ja nicht verstehen oder was? Verdammt nochmal, Junias. Hab ich denn gesagt jetzt? War das die Shit? Ich weiß es nicht mehr. Johannes denkt, ich verkack den jetzt, aber keine Chance. Der wird sowas von leicht, Mann. Leicht. Eins. Zwei. Drei.
durch, 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 dass ich jemanden Neuen in meinen Videos vorgestellt habe, ohne ihn wirklich vorzustellen. Weil normalerweise will ich immer viel über die Person erzählen. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal erwähnt in dem Video am Schluss, dass du erst 19 bist, glaube ich. Oder? Ich weiß auf jeden Fall noch, dass du mir das damals so beschrieben hast. Genau, das war das erste Mal, dass wir gesagt haben, so scheiß drauf, wir sagen jetzt gar nichts über dich. Wir trainieren einfach schwer und geben Vollgas. So, und schauen mal, was draus wird. Ne? Aber es kam halt an, ne? Es hat knapp 300.000 Aufrufe bekommen. Echt? Damals. Ja, krass. Okay. Ich glaube, heute hat es schon 350.000. Das kam halt an. Ja, so oft drücken 19-Jährige auch nicht die 210 Kilo, ne? Das schreit doch nach einem Remake, Mann. Und vor allem bin ich gespannt, was du da, wie viel mehr du drückst und ob ich es überhaupt nochmal schaffe, die 210 zu drücken oder 205 in dem Fall. Oh, ho, ho, ho. Ja. Ja, mal gucken. Du drückst auf jeden Fall 30, 40 Kilo mehr. Ist meine Prognose. Na, ich hoffe doch. Also mindestens. Na, selbstverständlich. Denn für dich steht bald Wettkampf an. Mhm. Leute, Insanity Meet. In 4 Wochen, jetzt vielleicht in 3, wenn ihr das seht. Ich bin auf jeden Fall mit am Start. Verfolgt den jungen Mann bei Instagram oder bei YouTube. Hast du ja mittlerweile auch einen Kanal. Wir sind raus. Danke fürs Zuschauen. Denkt bitte an den Daumen, wenn es euch gefallen hat. Wir sind und die raus. Glocke. Die Glocke. Hashtag Remake, ja auch noch, natürlich. Aber das, wir haben die ja eh schon gemacht. Ciao, ciao. Haut rein. Ee-wee, 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 ee-wee.